Okay, ich muss mir Scorpion schnappen, aber ich habe Tante May seit dem Brand nicht mehr gesehen. Ein kleiner Halt bei Feast sollte drin sein. MJ, hey, darf ich dir mal eine heikle ethische Frage stellen? Wann ist es okay, einen Freund aufzugeben? Oh wow, Pete. Du denkst an Otto? So offensichtlich, ha? Huh? Ja, aber auch verständlich. Der edle, großzügige Teil von mir will nie sagen, ein wahrer Freund ist immer da, auch wenn jemand vom Weg abkommt. Aber in Ottos Fall, ich weiß es nicht, Pete. Du wirst wohl entscheiden müssen, ob der Otto Octavius, den du kanntest, noch da ist oder nicht. Oder ob er jemals da war. Ja. Ja. Danke, MJ. Ich muss über einiges nachdenken. Ruf mich jederzeit an, Pete. Ich bin für dich da. Hier drüben hin. Bis Miles zurückkommt, können wir nur weiter Essen verteilen. Oh, Peter, wie schön, dich zu sehen. Wie geht's dir? Gut? Mir geht's gut. Was ist mit dir, May? Gut. Viel zu tun. Oh, lass mich gehen. Vorsicht. Ich bin okay. Hattest du mir nicht mal gesagt, ich müsse akzeptieren, dass ich auch nur ein Mensch bin? Du und Ben verwendet meine Worte meisterhaft gegen mich. Mir geht's gut, Peter. Nur ein bisschen müde. Wo ist Miles? Kann er nicht helfen? Oh, er hilft. Er holt gerade Medikamente aus dem Hilfszentrum ab. Es ist erstaunlich, wie viel Antibiotika wir verbrauchen. Okay, du ruhst dich ein bisschen aus. Ich organisiere das Abladen und rufe Miles an. Abgemacht? Okay. Gib mir eine Chance, meinen Parker-Stolz zu heilen. Komm schon, Miles. Geh ran. Ich will mich nicht um dich und May sorgen. Explodierender Bulldozer durch. Ich muss weiter. Feast braucht die Antibiotika. Krass, sein Kopf, als der Große ihm eine verpasst hat. Wie ein Käfer an der Windschutzscheibe. Platsch. Und das nur wegen einem dummen Witz über den Abzug von dem Typen. Hacking App sollte klappen. Schon echt krass. Der ist echt drauf. Geschafft. Aber voll. Wer ist da? Ist da jemand? Über die Mauer komme ich wohl. Ist da jemand? Wo sind Medikamente in diesem Zelt? Das wäre ja perfekt. Ich sterbe. Hast du gesehen, wie der hier durch ist? Der ist wie ein Tier. Die sind beide so. Gut, dass sie zu uns gehören. Blut. Keine Antibiotika. Ich muss weitersuchen. Wow. Wo sind Medikamente in diesem Zelt? Das wäre ja perfekt. Hast du gesehen, wie der hier durch ist? Der ist wie ein Tier. Die sind beide so. Gut, dass sie zu uns gehören. Ich hab was gehört. Ihr beiden, kommt rüber. Was war das? Schon gut, schon gut, schon gut. Ich sehe Gespenster. Ich sterbe lieber als zurück in den Knast. Ich hab was gehört. Ja.
Das muss nicht weitergehen. Gib uns einfach Route und Zeitplan eurer Versorgung. Da drüben sind mehr Vorräte. Es muss an denen vorbei. Diese Info habe ich nicht. Ich sehe ungern zu, wie Benson dich vermöbelt. Wird mir schlecht. Warum soll dieser Supertyp unbedingt die Hilfszentren aushalten? Hat mit Osborn zu tun. Sie wollen zeigen, dass er zu schwach ist, die Stadt zu beschützen. Tja, klingt nach großem Drama. Solange wir alles behalten dürfen, was wir finden, ist mir das egal. Aber hallo, das hey. Zeug ist auf dem Schwarzen. Da drüben sind mehr Vorräte. Ich muss an denen vorbei. Das muss nicht weitergehen. Gib uns einfach Route und Zeitplan eurer Versorgungsbank. Diese Info habe ich nicht mehr. Ich sehe ungern zu, wie Benson dich vermöbelt. Da wird mir schlecht. Gib uns die Info. Warum wollen diese Supertypen unbedingt die Hilfszentren ausschalten? Falsch. Hat mit Osborn zu tun. Sie wollen zeigen, dass er zu schwach ist, die Stadt zu beschützen. Tja, klingt nach großem Drama. Solange wir alles behalten dürfen, was wir finden, ist mir das egal. Aber hallo, das Zeug ist auf dem Schwarzmarkt ein Vermögen wert. Komm schon, suchen wir hier weiter rum. Noch ein Vorratszelt. Daumen drücken. Na, Trauma-Kids. Keine Antibiotika. Wo sind die denn bloß? Wollen Sie da etwa die Vorräte aufteilen? Oh Mann, wir sollten uns lieber nicht bescheißen. Hey, ihr solltet uns lieber nicht bescheißen. Hey, bleib cool. Achtung, Scharfschütze. Niemand will dich bescheißen. Genau das sag ich. Alter, du bist so ein... Mister! Bitte! Was war das? Boah! Wollen die da etwa die Vorräte aufteilen? Achtung, Scharfschütze. Oh Mann, wir sollten uns lieber nicht bescheißen. Hab was gehört. Hey, bleib doch nicht. Ist da. Niemand will dich bescheißen. Irgendwas knirscht hier. Wer ist da? Was war das? Mehr Vorräte. Komm schon, sei richtig. Amoxicillin. Perfekt. Wow, ein echt großer Mann. Da ist der explodierende Bulldozer. Routen und Zeitpläne. Sofort. Ja, сказал. Gentlemen, Entschuldigung. Mein Partner ist unelegant. Die hohe Kunst der Überredung ist ihm fremd. Das wollte ich nicht sehen. Was war das? Schau nach. Los. Hat mich nicht gesehen. Zeit zu verschwinden. Wer ist da? Komm, zeig mir. Hab keine Zeit für sowas. Der Tunnel. Vielleicht kann ich drunter. Komm raus, Kleiner. Hast du jetzt Spaß mit den Lampen? Ich hab gleich Spaß mit dir. Komm raus. Ganz normal mit dir. Bitte sieh mich nicht. Bitte nicht.
Wo bist du? Spiel kleine Spielchen. Lass die Weg an ihm vorbei. Nerv mich bloß nicht. Komm jetzt raus! Ich brauch das nicht. Abwarten. Die Öffnung freimachen. Komm raus! Los, los, los! Ist wie fangen spielen! Nerus, wissen, dass ich dir... Weg von mir! Gib uns deine Brieftasche! Hilfe! Hey, lassen Sie ihn! Großer Fehler, Kleiner. Sie dürfen Leute nicht so rumschubsen. Wie denn? So etwa? Der hat echt Mumm. Hüfte ausrichten. Was sagt er denn da? Gleich sagt er nichts mehr. Oh. Na, einmal probieren? Alles gut, Kleiner. Mal probieren? Da muss dringend was Cooleres her. Miles, hab versucht, dich zu erreichen. Alles okay? Hey, also, flipp nicht aus, aber ich muss dir dringend was erzählen. Sehr gute Arbeit, Miles. Bleib nah beim Fies. Wenn die Sträflinge verzweifelt sind, greifen sie vielleicht das Asyl an. Ja, genau mein Gedanke. Wenn hier noch was passiert, melde ich mich. Super. Danke, Miles. Juri,
Ich weiß jetzt, dass Rhino Oscorps Hilfszentren angreift. Ich glaube, ich weiß, welches das nächste ist. Es wurden ein Erdbeben und oder Verwüstungen im Harlem Center gemeldet. Klingt nach unserem Mann. Ich mache mich auf den Weg. Wie kommst du zurecht? Müde, aber ich halte durch. Wir stehen das durch. Nicht aufgeben. Achtung Einheiten. Meldungen über mehrere Schüsse aus Fahrzeugen. Officer in Gramercy benötigt. Bitte bestätigen. Endstation! Eins steht fest, die sind noch nicht reif fürs bürgerliche Leben. Manchmal fängt man mit einer Fliege viel mehr Fliegen. So tauscht man keine Versicherungsdaten aus. Euch keine Horrorfilme an? Wir brauchen einen größeren Transporter. Super Psychos rasten aus. Aber wir könnten noch eine Highspeed-Verfolgungsjagd mit willkürlicher Schießerei vertragen. Okay.
Verrückte Horrorspritztour amtlich gestoppt. Cool. Feind meines Feindes. Seid ihr jetzt Terroristen oder Verbrecher? Ich verwechsel das nämlich immer. Ein Teil von mir würde gern einfach Sable und die Dämonen aufeinander loslassen. Ein ganz winziger Teil, aber trotzdem. Alle Einheiten, wir benötigen bei Ausschreitungen Officer mit Schutzausrüstung. Einheit bitte zum Museum Mile. Wer will ein Foto? Wo kam der her? Der Tag hat sich anders vorgestellt. Thank you.
Das war's schon? Irgendwie wirken die Diebe ein bisschen nachlässig in letzter Zeit. Jemanden in deiner Größe, Rhino? Gibt keinen in meiner Größe, Pauk. Oder lass uns doch einfach darüber reden. Was soll das mit dem Team, Rhino? Bist du nicht ein Einzelgänger? Nur Mittel zum Zweck, Pauk. Alles ist nur Mittel zum Zweck. Und welchen Zweck genau erfüllt dieses Mittel? Freiheit. Wahre Freiheit. Kein Anzug. Kein Rhino. Oh, ich mag den Anzug. So individuell. Sei dankbar, Pauk. Ohne Anzug mache ich dir weniger Ärger. Aber unsere anregenden Plaudereien im Kampf. Du bist lustig, Malik. Tut mir fast leid, dein Gesichtchen einzuschlagen. Aber nur fast. Achtung! Kapitalismus, heiz mir ein! Red! Nur! Was? Okay, Rhino. Beenden wir das passiert, wenn man ein 8-Tonnen-Baby einen Männerjob machen lässt. Bringen wir es zu Ende. So gern ich dich mag, Scorpion, man unterbricht andere nicht einfach. Was hättest du denn ohne mich getan? Gebettelt, dass er auf. Ja, Gargan. Genau das wäre mein Plan gewesen. Oh, wie ein altes Ehepaar, ihr beiden. Wieder gefangen, Gargan? Der Bär blieb. Red weiter, du Trottel. Dich erledige ich nach dem Ungeziefer. Und? Habt ihr und Otto schon einen Namen? Die schrägen Sechs? Das dreckige halbe Dutzend? Wir ermordeten Spider-Man und machten einen Bettvorleger aus ihm, Sechs. Gargan, bitte, du machst dich lächerlich. Gift. So gern ich dich mag, Scorpion, man unterbricht andere nicht einfach.
Was hättest du denn ohne mich getan? Gebettelt, dass er aufgibt? Ja, genau das wäre mein Plan gewesen. Oh, wie ein altes Ehepaar, ihr beiden. Ihr und Otto schon einen Namen? Die schrägen Sechs? Das dreckige halbe Dutzend? Eher die. Wir ermordeten Spider-Man und machten einen Bettvorleger aus ihm, Sechs. Gargan, bitte, du machst dich lächerlich. Jungs, bitte! Von mir ist genug für alle da! Gargan, was machst du denn? Ich backe dich erbärmlich, Gargan! Ich zerquetsche das Insekt selbst! Wir könnten einfach aufhören. Ich werde es auch keinem sagen. Und deinen Schädel heillassen? Wo bleibt da der Spaß? Komm her, Pauk. Ich zeig dir, wie man richtig zuschlägt. Mein Unterkiefer hat das schon mitbekommen. Danke. Hattest du nicht einen Poesiekurs im Raft belegt? Als Therapiemaßnahme? Ja, mein neuestes Gedicht. Eine Spinnekarte. Wir setzten uns hin. Dann zermalmte ich den Windstich. Entzückend. Ich will nur Freiheit, Pauk. Was soll daran schlecht sein? Freiheit, verstehe ich. Für Freiheit ganz New York in Gefahr bringen? Eher nicht. Weißt du, was Octavius macht, wenn er von deinem Versagen hört? Versagt? Ich? Ja, du, du Freakshow. Verbringt mal ein wenig Zeit miteinander, damit ihr euch vertragt. Gut, Yuri, damit wären es vier. Bleiben Octavius und Lee. Die werden wohl nicht so einfach sein. Die sind auch nur das halbe Problem. Die Teufelsatemfälle werden schlimmer und Oscorp zieht sich mit dem Antiserum. Die haben das Monopol und wittern jetzt wohl das große Geschäft. So ist er eben, unser geliebter Bürgermeister. Den Fall Teufelsatem übernimmt meine ganz eigene Spezialagentin. Pete, hey, ich habe sämtliche Datenbanken des Landes durch. Wenn es dieses Teufelsatem-Labor gibt, dann nicht offiziell. Man könnte wohl nur noch in Normans persönlichen Dateien nachsehen. Den Computer in seinem Büro habe ich schon durch. Meinst du etwa sein Penthouse? Sable hat dort überall Leute. Wenn die mich sehen, könnten andere Bewohner ins Kreuzfeuer geraten. Ich weiß, ich versuche, unbemerkt hineinzukommen. Ich schleiche mich rein, finde das Labor und gehe wieder. Wenn etwas schief geht, kann ich Verstärkung rufen. Okay, riskant, aber wir brauchen die Position. Warte, bis ich in der Nähe bin, dann geht's los. Bin dann bereit. Eine Gruppe Söldner will einen Diplomaten töten. Beeil dich besser. Oh, komm schon!
sollte den Kerl lieber retten. Nah an der Perfektion. Du hältst dich zurück. Mir reicht es, Verbrecher zu stoppen. Ich muss sie nicht töten. Halt dich nie zurück. Ich tu's nicht. Der hat Probleme. Okay, MJ, ich bin ein paar Blocks entfernt. Meld dich, wenn du Probleme kriegst. Danke, Pete. Wünsch mir Glück. Okay, Normans Penthouse ist im obersten Stockwerk, aber der Aufzug ist gesperrt. Vom Sicherheitsraum aus kann ich ihn entriegeln. Entschuldigung, die Lobby ist recht voll. Ist alles in Ordnung? Die Bewohner wurden gebeten, ihre Wohnungen zu verlassen, während Sable International eine Sicherheitskontrolle durchführt. Warten die Leute hier unten schon lange? Nein, nur 2 Stunden. Wir alle wissen Sable Internationals großzügige Hilfe bei der Sicherheit zu schätzen. Ich verstehe nicht, warum der ganze Stock geräumt wurde. Sable hat die Gebäude... Ja, dieser Aufzug geht... Da ist der Sicherheitsraum. Aber die Wache sieht mich, wenn ich reingehe.
Die Bewohner sind sauer. Vielleicht kann ich das nutzen, um von mir abzulenken. Ach, je länger wir hier stehen, desto eher holt uns diese Seuche. Halten Sie sich bloß vom Empfang fern. Der Kerl hustet wie verrückt. Was? Die müssen uns nach oben lassen. Warum ist Osborn denn nicht hier unten? Ihm passiert sowas nie. Der Bürgermeister und seine Freunde sind befreit. Einer der größten Spender durfte gleich wieder nach oben. Ich wusste es. Die gehören doch alle zusammen. Ist doch klar. Ich habe meinen Inhalator vergessen. Ich habe gehört, manchmal darf man da wieder nach oben. Bei medizinischen Notfällen zum Beispiel. Wirklich? Na los, reden wir mit der Security. Das sollte reichen. Ach Mist. Jerry, komm raus, es gibt hier Ärger. Oh Mann, ich ersticke. Lassen Sie mich doch nach oben. Der Sicherheitsraum ist offen. Ich muss nur noch ungesehen zur Tür kommen. Bleiben Sie bitte ruhig. Sable International ist mit der Kontrolle bald fertig. Hallo. Ich kenne Sable Agents, denen du gefallen würdest. Wahnsinnig teures Gebäude. Ich mag das Ding. Komm schon, dreh dich um. Zentrale, ich hab was gehört. Geh auf. Brav. Sable bezahlt sicher. Die Aufzugssteuerung ist im Sicherheitsraum. Neben dem Agent. Mary Jane Watson, Superspionin. Entriegeln wir mal den Aufzug. Geschafft. Norman verzieht sich. Und der Aufzug ist entriegelt. Dann mal ab nach oben. Penthouse-Aufzug. Endlich. Norman und Sable. War ja klar. Dummer, nutzloser Knopf. Normans Wachen haben sich verzogen. Wenn er hier oben etwas versteckt, dann finde ich es. Warnung. Schutztüren aktiviert. Automatische Selbstdiagnose startet. Bleiben Sie bitte ruhig. Was ist das denn? Wow. Diese Maske ist unglaublich. Zeigt sie eine versteckte Tür in der Wand? Wo die wohl hinführt. Ein Bauplan einer Prototyp-Gefechtsmaske. Offenbar kann sie strukturelle Schwächen zeigen. Grundriss der Wohnung. Jede Menge Platz hinter der Mauer mit dem Familienbild. Wer bitte lässt Platz in einer Wohnung in Manhattan ungenutzt? MJ, Sable zieht unten Leute zusammen. Ich glaube, Norman wird weggebracht. Hoffentlich sehen sie mich nicht. Damit könnte ich etwas zu tun haben. Bleib lieber weg. Ich sollte fürs Erste okay sein.
Norman verabschiedet die fabelhaften Osborne Boys. Geheime Tastatur hinter dem Familienbild. Norman mag wohl Agentenfilme. Ich muss den Code für die Tastatur finden. Die bleiben zu, bis der Check abgeschlossen ist. Auftrag für ein Tastaturschloss. Offenbar ist Harrys letzter Tag der Code. Wohl der Tag, an dem Harry nach Europa geflogen ist. Selbstdiagnose abgeschlossen. Keine Fehler gefunden. Schutztüren geöffnet. Norman könnte jede Sekunde zurückkommen. Ich muss den Tastaturcode finden. Harrys letzter Tag. Das war letzten Sommer. Harry sagte, dass immer seine Mom gekocht hat. Würde mich wundern. Dieser Raum riecht nach reichen Leuten. Ich frage mich, ob der ganze Wein von Normans Weingut im Burgund stammt. Hi, Dad. Ich gehe gerade zu Dr. Michaels für die letzte Spritze vor der großen Reise. Kommst du auch? Bringst du mir dann mein Tagebuch aus meinem Zimmer mit? Ich wollte mir Gedanken über den großen Bon Voyage-Tag notieren. Okay, also, ja, ich hab's schon oft genug gesagt, aber danke für das hier. Ich hab dich lieb. Wow, ich hab Harrys Stimme schon lang nicht mehr gehört. Er klingt so müde. Hoffentlich ist das Tagebuch noch da. Ich sehe in seinem Zimmer nach. Ich war so eifersüchtig auf Harrys Familie. Sie waren so glücklich. Zumindest verglichen mit mir und meinem Dad. Aber als Emily krank wurde, wurde alles anders. Harrys Zimmer. Abgeschlossen. Wo Norman wohl den Schlüssel hat. Emilys tödliche Diagnose. Ja, Harrys Mom war krank, aber dass es genetisch war, ist mir neu. Hat sich Harry testen lassen? Schon irgendwie süß. Norman hebt alle Wahlkampf-Buttons seiner Kampagnen auf. Hier einer für den Elternbeirat. Und er hat noch Platz gelassen. Hast du größere Ziele, Norman? Norman und Otto. Wow, sie waren wohl mal ziemlich gute Kumpels. Was hat eine solche Freundschaft nur zerstört? Harrys Mom Emily. Wir haben ihn damit aufgezogen, dass er sie hübscheste Mom von Midtown nannte. Aber das war sie. Treffer. Sicher der Schlüssel zu Harrys Zimmer. Das ist nicht für Harry, oder? Harrys Tagebuch. Der letzte Eintrag ist vom 18. Juli. Das muss der Code für das Zimmer sein.
Bevor wir hier verschwinden, brauchen wir einen Plan. Hier! Du bleibst hier! Das Antiserum ist fertig und ich werde die Produktion überwachen. Sie werden ohne mich komplett angreifbar sein. Ich scheine mit dir komplett angreifbar zu sein. Ich gehe allein. Ende der Diskussion. Lass Team 2 auf Standby. Ich gehe an die Luft. Pete, Normans Heilmittel ist bereit. Er geht zum Labor, an dem es ist. Kannst du ihm folgen? Das würde er bemerken. Jemand hat Sable heute was in den Kaffee getan. Ihre Männer sind auf Super-Alarmstufe rot. Gut, dann bleib bereit. Ich hab den Ort schon fast. Wir sind in Gefahr. Okay. 18. Juli. Bingo. Super gruselig. Ich muss herausfinden, wo das Teufelsart... Wow. Norman gewinnt den Preis für die schickste Karte. Sieht nach... Anscheinend verfolgt Norman Dr. Michaels Position. Gruselig. Aber das ergibt Sinn. Michaels ist Leiter von Projekt Teufelsatem. Das ist alles im Besitz von Oscorp. Krass, wie viel von New York denen gehört. Standorte von Sable-Truppen sind in der ganzen Stadt stationiert. So finde ich das Teufelsatem-Labor. Es muss ein Oscorp-Gebäude mit jeder Menge Sable-Schutz sein, das von Dr. Michaels besucht wird. Ich suche ein schwer bewachtes Oscorp-Gebäude, das Dr. Michaels besucht. Oscorp-Gebäude, aber Michaels und Sable fehlen. Das ist es nicht. Waren wohl nicht die richtigen Kategorien. Oscorp-Gebäude, aber Michaels und Sable fehlen. Das ist es nicht. Dr. Michaels war bei diesem Oscorp-Gebäude... Aber die Sable-Leute fehlen. Wo sich diese Kategorien überschneiden, befindet sich garantiert das Labor. Waren wohl nicht die richtigen Kategorien. Keine der Streifen folgt Dr. Michaels Weg. Oscorp-Gebäude. Aber Michaels und Sable fehlen. Das ist es nicht. Wohl nicht. Norman Osborn, GR-27 Forschungstagebuch. Das Projekt geht den Bach runter. GR-27 ist ein Heilmittel, keine Krankheit. Aber sag das mal den Nachrichtenleuten. Sie haben diesen morbiden Spitznamen aufgeschnappt, Teufelsatem, und benutzen ihn, um Hysterie zu schüren. Sie haben doch keine Ahnung, wozu es fähig ist. Ein Heilmittel für Krebs, Erbkrankheiten, Geburtsdefekte. Mit nur etwas mehr Forschung könnten wir es perfektionieren. Stattdessen darf ich die nächsten 18 Monate die Wogen glätten. Was für eine Zeitverschwendung. Der Teufelsatem ist keine Krankheit. Es sollte ein Heilmittel sein. Harrys und Emilys Krankenakten.
GR-27 sollte ihr Heilmittel sein. Mit dem Teufelsatem wollte Norman seine Familie heilen. Röntgenbild eines Kindes. Nicht Harry oder Emily. Wer ist das? Diese Aura um ihn. Ist das Martin Lee? Was ist das hier? Prototyp-Handgranaten? Norman ist so richtig der verrückte Wissenschaftler. Ist wohl eine Karte der Upper West Side. Nein, das ist nur eine Sable-Streife. Ich suche ein schwer bewachtes Oscorp-Gebäude, das Dr. Michaels besucht. Waren wohl nicht die richtigen Kategorien. Dr. Michaels war bei diesem Oscorp-Gebäude, aber die Sable-Leute fehlen. Das ist es nicht. Keine der Streifen folgt Dr. Michaels Weg. Oscorp-Gebäude, aber Michaels und Sable fehlen. Nein, das ist nur eine Sable-Streife. Keine der Streifen folgt Dr. Michaels Weg. Waren wohl nicht die richtigen Kategorien. Oscorp-Gebäude, aber Michaels und Sable fehlen. Das ist es nicht. Spinnen? Will Norman Peters Fähigkeiten rekonstruieren? Die Beschriftung dieser Käfige. Bioelektrokinese. Optische Tarnung. Was will er hier erschaffen? AR Interface. Elegant. Nein, das ist nur eine Sable-Streife. Bravo, bravo, bravo. Und das ist wohl das C-Team. Wo sich diese Kategorien über Geschäfts... Wow. Das sind viel. Oscorp geht voll auf Verteidigung. Nein, ein Datencenter wäre die perfekte Tarnung für Dr. Strom. Dieser Robotikexperte? Ich suche ein schwer bewachtes Oscorp-Gebäude, das Dr. Michaels besucht. Keine Bewegung. Dr. Michaels leitet das Teufelsatem-Team. Wo das gutes altes Alpha-Team? Am Teufelsatem-Labor sind sicher viele Sable-Truppen. GR-27, das ist der Codename für Teufelsatem. Das ist es. 10. Ecke Cathedral. Ist das... Wusste ich's doch. 10. Ecke Cathedral. Oscorps Datenzentrum. Das perfekte Versteck für ein geheimes Biotech-Labor. GR-27, Vorfall Martin Lee. Was ist das? Und wir nehmen auf. Ich bin gleich nebenan. Jetzt entspann dich und lass die Medizin wirken. Okay.
Hilfe! Hilfe, bitte! Ich dachte, das sei nur eine Beratung. Der Junge schien bereit. Ich gehe da rein. Nein, das geht nicht. Es ist zu spät. Stopp, Digger! Hilfe! Hilfe! Was hast du getan? Oh mein Gott. Norman und Otto. So fing alles an. Sie erschufen Lee. Ich muss das haben. Was? Na! Wer ist da? Komm schon. Verdammt. Ein Eindringling. Schlagt Alarm. Pete, ich habe das Labor gefunden. Und noch viel mehr. Wie weit weg bist du? 2 Straßen weiter. Ein Wort und ich bin da. Super. Mach dich schon mal bereit. Geh auf Patrouille, erstatte Bericht. Sichtkontakt! Ich gehe... Moment! Was wollen Sie hier? Der Balkon muss frei sein. Bist du da? Bin an der Lexington. Alles okay? Nur noch ein paar Sekunden. Nordwestliche Ecke. Pete, bereit? Warte, Moment! Zu spät! Du bist dran! Du bist irre! Du bist unglaublich! Das alles überfordert mich. Harry krank. Norman und Lee. Und Dr. Octavius. Ich weiß. Alles meine Schuld. Oh, jetzt geht das wieder los. Du bist nicht mehr allein, Pete. Miles und ich kümmern uns um Feast. Du findest Norman und das Heilmittel. Danke, Partner.
Ich muss mir das Antiserum holen und das Ruder herumreißen. Man muss doch irgendwie zu Lee und Otto durchkommen. Sie von diesem Rachefeldzug abbringen. Sie haben beide so viel Gutes getan. Sie können das nicht wegwerfen, nur um Norman die Stirn zu bieten. Okay, Norman will sich das Antiserum holen. Ich informiere Yuri. Hoffentlich was Gutes. Ja, Oscorp hat jetzt ein Antiserum. Ein Heilmittel? Oh, Gott sei Dank. Wie schnell kriegen wir es zu den Leuten? Das will ich gerade herausfinden. Das Labor ist Ecke 10 und Cathedral. Halt! Ich erfahre gerade, dass da ein Helikopter abgestürzt ist. Oh nein, ist das Normans Helikopter? Ich würde ja Officer schicken, aber ich habe keine. Ich kümmere mich darum. Das hier ist bald vorbei, versprochen.